In Zukunft werden Verbraucher auf den ersten Blick bessere und lesbarere Informationen auf Lebensmittelverpackungen finden. Nach zähen Verhandlungen unter der Führung von Berichterstatterin Dr. Renate Sommer gelang heute ein Durchbruch zugunsten der Verbraucher, denn das Europäische Parlament stimmte mit sehr breiter Mehrheit dem Gesetzestext zu. Frau Dr. Sommer, was ist an den Verpackungsangaben eigentlich neu? Oh, es ist vieles neu. Wir haben ja jetzt schon verpflichtend die Inhaltsangabe, die Zutatenliste. Aber wir werden in Zukunft in der Zutatenliste die Allergene fettdrucken, damit man die auf den ersten Blick erkennt. Die sind da jetzt versteckt und der Allergiker braucht Stunden im Laden, bis er es rausgefunden hat. Das machen wir besser. Dann wird das Nährwertkästchen verpflichtend auf allen Lebensmitteln. Das ist bisher freiwillig gegebenenfalls aufgedruckt, aber längst nicht auf allen Produkten. Es wird Pflicht. Pro 100 Gramm müssen die Kalorien draufstehen und die wichtigsten Nährwerte. Wir werden viele, viele neue Details bekommen, zum Beispiel das Datum des ersten Einfrierens. Das ist unsere Reaktion auf die Gammelfleischskandale. Ja, nicht, dass Fleisch da 15 Jahre in der Tiefkultur vor sich hin modert und dann doch noch verkauft wird. Das Gleiche gilt für Fisch und eine ganze Reihe weiterer Regelungen. Zum Beispiel die Herkunftskennzeichnung von Fleisch. Auch das kommt für Schweinefleisch, Geflügel, Lamm und Ziege. Da muss die Herkunft in Zukunft angegeben werden. Vielleicht auch für weitere Produkte. Manche Produkte suggerieren ja aufgrund und ihrer Aufmachung gesunde Inhaltsstoffe. Sollte man sich denn darauf verlassen? Nicht unbedingt bis jetzt, aber wir sorgen dafür, dass es besser wird. Wir haben nämlich vorgeschrieben, dass Verpackungen selber nicht mehr in die Irre führen dürfen. Heute macht eine Verpackung oft den Anschein, dass ganz tolle Sachen in dem Produkt drin sind. Frisches Obst, frisches Gemüse, frische Kräuter. In Zukunft muss das dann auch wirklich der Fall sein. Es wird verboten sein, ein Foto von frischen Früchten auf ein Joghurt zu drucken, wenn da nur Aroma und Farbstoffe drin sind. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt vorwärts. Und zusätzlich haben wir noch die Kennzeichnung von Imitaten auf der Vorderseite der Verpackung neu, damit der Verbraucher weiß, was er da vor sich hat. Also dass es wirklich ein imitierter Käse ist. Da steht dann zwar nicht Imitat, das ist nicht möglich gewesen, weil der Hersteller sozusagen kann, okay, das ist doch kein Imitat, das ist ein neues, innovatives Produkt. Wir schreiben drauf, hergestellt mit Pflanzenöl im Falle des Analogkäses. Und da muss der Verbraucher dann halt schon wissen, das darf man aber, glaube ich, voraussetzen, dass der Käse normalerweise aus Milchfett ist. Und weil es so groß geschrieben ist, direkt am Markennamen, wird das sehen. Und das Gleiche haben wir auch für Formfleisch und Formfisch, die zusammengeklebt sind aus kleinen Stücken. Das ist kein schlechtes Produkt, aber der Verbraucher hat das Recht, es zu wissen. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wie werden denn die Produkte gekennzeichnet, die wirklich nur aus einer Zutat bestehen? Also Milchprodukte auch oder Fleischprodukte? Ja, da gab es zähe Verhandlungen. Da wollte eine Mehrheit des Parlaments, dass die Herkunft angegeben werden muss. Wo kommt das denn alles her? Wo ist es hergestellt? Und nicht nur, wo ist es zuletzt verpackt, wie wir es jetzt haben? Da sagt aber der Ministerrat, da müssen wir erst mal gucken, ist das technisch möglich und wie teuer wird das? Denn der Verbraucher zahlt ja im Endeffekt diese Zusatzkennzeichnung. Und wir wissen auch gar nicht, ob der Verbraucher europaweit das wirklich so genau wissen will. Also wir haben da gar nichts dagegen, im Gegenteil, das Parlament ist eigentlich dafür. Aber letztendlich mussten wir dem Ministerrat zustimmen im Kompromiss, dass zunächst mal überprüft wird, wie kann man das gegebenenfalls machen, wie teuer es wird. Und wir hoffen schon, dass für Milchprodukte, gegebenenfalls vielleicht auch für andere, eine Herkunftskennzeichnung kommt. Aber wie gesagt, das wird im Laufe der nächsten 3 Jahre überprüft. Gibt es denn auch Produkte, die aus der Verordnung ausgenommen sind? Ja, die gibt es, und zwar alle frischen, nicht verpackten Lebensmittel. Also das Brötchen, was Sie beim Bäcker kaufen, das muss nicht die Nährwertkennzeichnung tragen. Ich meine, bis das durchs Labor gelaufen wäre, wäre es vertrocknet und könnte nicht mehr gegessen werden. Ja? Oder das Restaurantessen, da können Sie keine Nährwertkennzeichnung machen, denn Sie wissen ja gar nicht, wie viel ist denn da auf dem Teller. Das ist ja nicht genormt. Und wir wollen nicht zum europäischen Einheitsbrei kommen in den Restaurants. Ja? Wir würden damit die europäischen Spezialitäten kaputt machen. Das wäre ja schade. Wir haben so eine schöne Lebensmittelvielfalt. Was diese frischen Produkte aber liefern müssen, ist eine Information über allergene Inhaltsstoffe. Also das ist neu. Das war bisher nicht vorgeschrieben. Aber jetzt ist es so, dass derjenige, der so etwas verkauft, auch das Restaurant, was sein Essen verkauft, Antwort geben können muss auf die Frage, sind da Nüsse drin? Ja? Oder ist mein Allergen da drin?
damit der Allergiker weiß, oh Gott, das darf ich um Gottes Willen nicht essen. Ja. Also da haben wir schon sehr große Fortschritte. Frau Dr. Sommer, herzlichen Dank. Gerne.